Rauchen spielt eine ganz entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Atemwegserkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Tabakrauch enthält mehr als 200 giftige Substanzen, die nachweislich einen negativen Effekt auf die Lunge haben. Die Auswirkungen auf die Lunge sind insbesondere durch Passivrauchen erklärt, aber auch durch das aktive Rauchen bereits im Jugendalter. Hier konnten wir in einer Schulstudie nachweisen, dass bereits Kinder, die seit 3 Jahren rauchen, eine nachweislich schlechtere Lungenfunktion hatten. Bei diesen Kindern wird bereits im jugendlichen Alter der Grundstein gelegt für das spätere Rauchverhalten. Derzeit rauchen in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen ca. 10% der Befragten. Dies ist ein deutlicher Rückgang zu früher. Das war vor 10 Jahren noch doppelt so häufig. Wichtig ist, je früher Kinder und Jugendliche mit dem Rauchen anfangen, desto schneller werden sie abhängig. Erfreulicherweise nimmt auch die Quote der Jugendlichen, die noch nie vor dem 18. Lebensjahr geraucht haben, deutlich zu. Diese beträgt im Moment 75%. Dafür rauchen allerdings recht viele Kinder Wasserpfeife. 30% haben jemals in ihrem Leben die Wasserpfeife probiert. 9% konsumieren sogar regelmäßig die Wasserpfeife. Auch die E-Zigarette liegt voll im Trend. Sie ist peppig aufgemacht und die Geschmackssorten von Erdbeer und Vanille erinnern eher an Eis als an Rauchen. Die Frage besteht, inwieweit Shishas und Wasserpfeife eine gesündere Alternative zur Zigarette sind. Wir wissen allerdings im Moment nicht, wie giftig diese Substanzen langfristig sind, insbesondere für junge Menschen. Experten vermuten allerdings, dass sie das Rauchverhalten maßgeblich verändern. So besteht der Verdacht, dass Kinder, die Wasserpfeife rauchen, schneller mit dem Rauchen der Zigarette anfangen als Kinder, die sie nicht rauchen. Thema Passivrauch. Millionen an Kindern und Jugendlichen sind täglich dem Rauchen ausgesetzt. Die negativen Effekte fangen bereits schon in der Schwangerschaft an, wenn die Mutter raucht. Hierbei kann bereits die Lunge des Kindes maßgeblich gestört sein. Die Frühgeborenenrate ist deutlich erhöht. Die Wahrscheinlichkeit, an einem plötzlichen Kindstod zu versterben, ist sogar verdreifacht. Kinder, insbesondere die, die jünger sind als 5 Jahre, bekommen sehr viel häufiger Bronchitis, Lungenentzündung oder Mittelohrentzündung, wenn ihre Eltern zu Hause rauchen. Auch das Auftreten von Asthma ist deutlich erhöht. Die Gefahr des Passivrauchens wird von Eltern sehr häufig unterschätzt. Sie denken, dass wenn sie auf dem Balkon oder vor der Tür rauchen, sie ihr Kind nicht gefährden. Das ist allerdings nicht so, denn Forscher haben festgestellt, dass sich der Tabakrauch in den Haaren oder an der Kleidung festsetzt. Auch konnte sogar in den 90er Jahren erstmalig Nikotin im Hausstaub entdeckt werden. Insbesondere Säuglinge sind sehr stark gefährdet, wenn sie auf dem Teppich krabbeln und alles Mögliche in den Mund nehmen. Es gibt viele Maßnahmen zur Tabakrauchprävention. Ganz entscheidend war die Einführung des Rauchverbotes in öffentlichen Gebäuden, in Schulen und in Gaststätten. Das hat nicht nur die Raucherquote reduziert, sondern auch den Schweregrad der Atemwegserkrankungen im Kindesalter. Wichtig für die Tabakrauchprävention ist auch die Aufklärung auf der Zigarettenschachtel selbst. So sind Sätze eingeführt worden mit Warnhinweisen und Schockbilder. Ganz entscheidend ist auch der hohe Preis der einzelnen Zigarette. Tabakrauchprävention fängt auch schon mit der E-Zigarette an. Neu ist, dass E-Zigaretten nicht mehr an Kinder und Jugendliche verkauft werden dürfen. Als Kinder- und Jugendärztin wünsche ich mir, wie in anderen Ländern, ein Rauchverbot im Auto in Anwesenheit von Kindern. Forscher haben herausgefunden, dass gerade im Auto die Schadstoffkonzentration beim Rauchen besonders hoch ist, selbst bei geöffnetem Fenster. Ansonsten wünsche ich mir, dass sich mehr Eltern der Gefahren des Tabakrauchens in Anwesenheit ihrer Kinder bewusst werden, auch als Vorbildfunktion.